Vor 2 Tagen hat sich Nachwuchs eingestellt. Hallo. So, Mutti, wie geht's dir? Na? Wie schaut's aus bei dir? Sollen wir nach den Ferkeln mal gucken? Ja. Also jetzt frisst sie, jetzt ist sie zufrieden. Und da ist der Ferkel, die Ferkelbox. Da können wir mal gucken nach den Kleinen. Die suchen da immer Wärme. Ja, aber die sind alle fit. Alle putzmunter. Einer hat mir ein bisschen Sorgen bereitet. Das war der Kleinste. Der war ein bisschen klein. Und er musste sich dann immer an die Zitze halten bei ihr, also unten. Damit er auch was bekommt, weil sonst sind die anderen zu stark und drängen ihn weg. Und dann ist es ein bisschen unfair verteilt. Sieht man, sie hat hier ihr Klo. Da macht sie jetzt auch schön brav sauber hin. Und hier liegt sie, die ist eigentlich trocken, außer ein bisschen ins Grünzeug. Aber das Schwein ist immer reinlich, immer sauber. Da können wir immer schön alles raus, so wie eine Katze auf dem Katzenklo eigentlich. Und ja, es sind sehr reinliche Tiere, gell? Normalerweise, wenn man hier unten streichelt, dann legt sie sich hin, dass sie die Kleinen säugen kann. Ich weiß nicht, ob sie es eher... Ja, schau. Du bist so eine gute Mutti. So ist gut. Angler-Sattelschweine. Eine alte Haustierrasse. Und ich war auch bei der Geburt dabei. Und das ist auch wichtig, weil die Tiere sind halt... Das sind domestizierte Haustiere und deswegen brauchen die halt auch bei der Geburt, wenn die Stress haben, wenn sie sich unwohl fühlt, brauchen die unsere Aufmerksamkeit. Und wenn sie das Gefühl haben, sie sind sicher, dann ist auch alles ohne Stress. Dann hat sie einfach Ruhe, kann sich entspannen, so wie jetzt. Sie atmet ganz ruhig. Und man merkt auch, sie vertraut uns, weil sie hat auch noch nie negative Erfahrungen mit Menschen gehabt. Weil wir haben halt einfach die Zeit und auch die, wir nehmen uns die Zeit. Für jedes Tier eigentlich. Kein enger Kastenstall für die Sau. Könnten die Ferkel denn hier nicht von der Mutter erdrückt werden? Hier ist das erstens mal der Schutz hier. Sie will sich immer an die Wand legen. Und deswegen, wenn sie sich hier ablegt, dann merkt sie hier einen Widerstand und geht noch mal kurz auf und lässt sich dann erst runter. Und noch dazu, was richtig wichtig ist, wir züchten hier mit Schweine oder mit Mütter, die eine gute Muttereigenschaft haben, die sehr vorsichtig sind. Aufgewärmt. Und eine Top-Mutti, ja? Du alte Huddel. Ja, die sind alle wohl auf. Der Hof Hoher Schönberg im Klützer Winkel in Mecklenburg-Vorpommern. Nach historischem Vorbild saniert und zum Teil neu gebaut. Vor 25 Jahren kaufte Jörg Altmann die verlassene Hofstelle von 1860, baute sie immer weiter aus und betreibt seither kleinbäuerliche Landwirtschaft mit wenigen Tieren und alten Maschinen, so wie früher. Zusammen mit Gleichgesinnten aus ganz unterschiedlichen Berufen will er ausprobieren, ob es auch anders geht. Die 6 Ziegendamen auf dem Hof sollen heute begattet werden. Nichts Besonderes für keinen auf dem Hof. Geht's? Er spielt jetzt die Hauptrolle. Warte. Ein Bock der Rasse braune deutsche Edelziege. Sabine Bock ist vor allem für die Tiere zuständig. Dann komm mal mit, Stinker. Komm, Mädels, komm. Nee, der stinkt nicht immer so. Der stinkt nur, wenn er in Stimmung ist. Guck mal, bin ich da. Na dann, Dicker, viel Spaß, ja? Warte. So. Geht direkt los. Der testet jetzt, ob sie schon bereit sind. Kann sein, dass es noch ein bisschen dauert. Schief gehen wird es hoffentlich nicht. Also wir hatten schon mal so einen Bock, der es nicht hingekriegt hat. Der pullert sich in Bart. Und ja, das ist so der Liebeszauber für die Damen. Das ist wie Parfüm auflegen. Und das animiert die Mädels dann auch praktisch in Stimmung zu kommen. Außer, dass es stinkt, passiert erstmal nichts. Das kennen sie schon.
Der hat letztes Jahr richtig gute Zicklein gemacht, alle an einem Tag. Die sind alle innerhalb von 5 Tagen geboren, seine Kinder. Schöner Wurf. Mal schauen, was dieses Jahr kommt. Ich hoffe, ein bisschen ein paar mehr Mädels, weil letztes Jahr waren es 9 Jungs und 4 Mädels, die er produziert hat. Aber wir wollen ja weibliche Nachzucht haben, um Käse zu machen dann später irgendwann. Bis zum Herbst helfen immer auch Schülerpraktikanten auf dem Hof mit. Jill Wöhlermann ist für 3 Wochen hier. Sie ist 15. Mutti ist nur eine von 3 Säuen auf dem Hof. Falsche Richtung, Sau! Da lang, ja. Genau. Der Hof, hallo, los. Die sollen raus, damit sie, weil sie momentan nur in ihrem Stall ist, muss sie ein bisschen, damit sie ein bisschen bewegt wird und ein bisschen frische Luft kriegt. Gehen wir mit denen spazieren. Und da hinten sind dann die Fallobst-Sachen und da kann sie sich dann dran bedienen, damit sie möglichst viel auch frisches Obst isst und das auch weggesammelt wird. Und die andere Richtung. Da geht's lang. Von Schweinehüten über Hühnerställe sauber machen bis Futter geben. Alles Aufgaben, die Jill mit übernimmt. Besucher kommen täglich auf den Hof. Sie können sich alles ansehen. Rainer Stellmacher kommt regelmäßig von Schleswig-Holstein hierher und genießt das einfach nur. So sollen Tiere gehalten sein. Ich freue mich so an den kleinen Schweinchen. Es ist eine solche Freude. So mag ich das. Ihr bleibt hier. Komm wieder durch. Komm hier durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist eigentlich ganz entspannt. Meistens ist sie immer gut gelaunt, dann kann man gut mit ihr spazieren gehen. Manchmal hat sie es ein bisschen eilig und dann findet sie es immer nicht so toll. Irgendwie, dann haut sie auch mal ab auf die Kuhweide, hatten wir letztens. Die haben sich zum Glück alle gut verstanden. Und immer mehr Hühner alter Rassen. Damals hatten sie Eier alter Hühnerrassen gekauft und sie fremden Glucken untergeschoben. Das sind die Junghähne, die kämpfen jetzt ihre Rangordnung aus und wir müssen dann, ich denke mal, zum Ende des Jahres noch einige schlachten, sonst ist zu viel Unruhe dann. Unruhe bringt auch immer wieder der Fuchs. Hat der Zaun vielleicht keinen Strom? Ich guck mal. Vielleicht liegt hier mehr Strom wie da drüben, weil da läuft ja einmal hier rüber. Das kann sein. Soll ich jetzt wirklich? Wir können das nachher auf dem Gerät machen. Da kommt nichts. Jetzt hört man es aber. Also ich merke es nicht, aber ich will da jetzt ehrlich gesagt auch nicht ranfassen. Man hört ja aber das drauf. Aber jetzt hört man es. Jetzt ist. Warte mal, jetzt habe ich. Ha! Jetzt habe ich hier unten sogar eine gewischt gekriegt. Also es ist doch Strom drauf. Das ist unsere Fuchssicherung. Der Fuchs, der kommt gerne mal und nimmt sich die Junghühner mit, oder überhaupt die Hühner. Und so haben wir den Zaun unter Strom gesetzt, dann geht er nicht bei. Nach einer guten halben Stunde geht's für die Schweinebande zurück. Mit gelegentlichen kleinen Zwischenstopps.
macht Spaß, sagt Jill. Ob sie mal was mit Tieren machen will, da lässt sie sich Zeit. Ich denke, es ist mein Eimer. Rudi, rein. Rein, rein. Ja, super. Gut, gut. Da, Piggy. Aber längst nicht alle wollen schon nach Hause. Ich warte einfach, bis sie reingehen und lasse die Tür jetzt auf und dann gehen die irgendwann alle rein. Wenn sie Hunger haben, gehen sie rein, aber ob sie jetzt reingehen, weiß ich nicht. Machen sie freiwillig. Neben dem Hofladen die 5000 Quadratmeter großen Gartenflächen. Das Gemüse haben die Gärtner im Frühjahr ästhetisch schön zu einem Rondell angelegt. Also 8 Kilo brauche ich nächste Woche. 8 Kilo sind 4 Stück? Nee, die haben gerade mal 1 Kilo. Mindestens. Okay. Jetzt, im Herbst, müssen Jörg und Sabine auch im Garten mit ran. Denn von den 4 Gärtnern ist keiner mehr da. Eine hat, 3 wurden gekündigt. Zu wenig Gemeinschaftssinn. Zu wenig ökonomisches Denken, fand Jörg. Dass wir auch mit dem Gemüse ganz normal, wie wir das früher sonst auch gemacht haben, sagen wir mal unterm Strich, Geld bei übrig bleibt und nicht ein Verlustgeschäft ist. Was denkst du, warum war das nicht so wirtschaftlich? Und man überall mit der Hand rein muss, um was zu machen. Ja. Ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, dass es so viel Arbeit war. Aber wir werden wieder längst reinmachen, statt diese Kreisanordnung. Und dann ist es so, wenn wir eine Kultur abgeerntet haben, dann fahren wir einfach mit unserem kleinen alten McCormick durch und pflügen dann auch mal was um. Du hast jetzt für einen Laden, ne? Insgesamt arbeiten jetzt 10 Leute weniger auf dem Hof als noch im Sommer. Für manche war es nur eine Zwischenstation. Aber Jörg bleibt optimistisch. Mal schauen, wer doch noch vielleicht auch zu uns kommt oder so. Aber erst mal, wir bauen das an, was wir schaffen. Hauptsache, wir haben genug zu essen und der Hofladen ist einigermaßen gut bestückt. Der Hofladen läuft nach wie vor. Hier verkaufen sie eigene und auch zugekaufte Ware. Alles Bio-Qualität. Vom Hof stammen viel Obst und Gemüse, Obstwein, Eier, Fleisch und Wurst von ihren Schweinen, Schafen, Ziegen und Rindern, sowie Frischkäse, Milch, Quark und einige Schnittkäsesorten. Kerstin, machst du noch einen Preis für die Möhren? Umsatz machen sie vor allem mit ihrer Ölmühle. Da auch hier ein Mitarbeiter ausgestiegen ist, hilft jetzt Jeanette Weide. Sie war bisher im Büro bei Jörg. Jetzt macht sie beides. Weil es Spaß macht, weil ich mir das so vorgestellt hatte, als ich herkam. Dass man auf dem Bauernhof alles macht und nicht nur im Büro rumsitzt. Und sich mit dem Papierkram rumquält. Ich packe ein, ich mache schöne Päckchen für die Kunden. Das macht Spaß. Und dann ist plötzlich Eile angesagt. Schafalarm. Der Bock ist ausgebrochen. Daniel hat mich gerade angerufen und dann müssen wir mal gucken, wie wir den kriegen. Sabine ist seit 10 Jahren auf dem Hof. Komm mal hier. Na komm. Schrot zieht schon mal. Also komm. Guck mal, der hat hier eine Beule auf der Nase. Wir haben die ganzen Pfähle um. Der hat eigentlich genug Mädels. Aber die scheinen ihn nicht zu interessieren. Ja, dann will er zu den Mädels rüber. Die hier sollen aber nicht gedeckt werden. Einige von ihnen sind noch zu jung. Was machst du für einen Quatsch? Na komm. Oh, der will gar nicht rein. Diesen Schafen soll er eigentlich seine ganze Aufmerksamkeit schenken. Doch auf die hübschen Damen hat er offenbar keinen Bock mehr. Was machen wir jetzt mit dem? Der ist ja schon überall ausgebrochen, der Stinker.
Der hat die Damen, die gedeckt werden sollen, wahrscheinlich schon gedeckt. Und die sollen nicht gedeckt werden, aber die riechen natürlich. Und er will dazu den. Jetzt haben wir natürlich irgendwie ein kleines Problem. Wo stellen wir den hin? Dann müssen wir die vielleicht hinter auf das 2,5-Hektar-Stück bringen. Das können wir machen. Die rosa Beule hat ihren Grund. Der rammt hier gegen das Tor. Der nimmt Anlauf und dann volle Lotte gegen das Tor. Und irgendwann gibt es einfach nach. Er hat halt auch viel Kraft. Und das weißt du natürlich, wenn er da oft genug dagegen rammt, dann geht es irgendwann auf. Er hat das schon öfters gemacht. Ja. So. Hey. Jetzt geht's weit weg von den anderen Schafen. Dahin, wo der Bock sie nicht mehr wittern soll. Jetzt haben wir alle. Na, ob das was nützt? Ein paar Ferkel sind auch schon wieder ausgebrochen. Nicht nur der Bock hat seinen eigenen Kopf. Da ist nichts drin. Die besten Kohlköpfe für ihren Laden, die restlichen für Sauerkraut. Das wollen sie jetzt machen. Weggeworfen wird nichts. Die Blätter sind frisches Grün für ihre Tiere. Lukas Heinze ist erst seit kurzem hier. Aufgewachsen auf einem Hof in Bayern, hat gerade ein Jahr in Hamburg als Drucker gearbeitet und wollte zurück aufs Land. Er kommt gerade richtig, um beim Sauerkrautmachen zu helfen. Das wollen sie später selbst essen. Vor einigen Monaten war Lukas schon mal hier als sogenannter Woofer. Die helfen auf Ökohöfen in ihrer Freizeit unentgeltlich mit, für Kost und Logis. Jetzt will Lukas hier so viel wie möglich lernen, um Selbstversorger zu werden. Wichtig ist, dass wir das jetzt verdichten und nicht so viel Luft drin ist. Wir haben das zu Hause ziemlich regelmäßig gemacht, eigentlich jedes Jahr so ein bisschen. Als Kind hat man da natürlich nicht so Bock drauf, aber jetzt, wenn ich älter werde, umso älter ich werde, desto mehr Bock habe ich auf sowas. Und Gerald Palme will jetzt im November mit der alten Fräse den Garten flott machen. Ohne Anlasser, ohne alles, den muss man noch per Hand starten. In diese. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Wie alt ist er denn? Ich denke mal so 16 Jahre, 17 Jahre, 18 Jahre, ich weiß nicht. Durchkurbeln. An diese Maschine lassen sie nur Gerald ran. Er ist für den Fuhrpark mit zuständig. Das Arbeiten mit der ist auch nicht ganz einfach, weil die hat halt 12 PS und wenn man da eine falsche Bedienung macht, dann die hört nicht auf zu drehen. Die macht weiter. Ich mache jetzt erstmal nur eine Unkrautbekämpfung, dass es nicht weiter wächst. Und dann kurz vorm Aussehen kann man nochmal drüber gehen, dann geht das. Oh, shit, 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 shit. Zwei vergessen was, warte mal. Sprit vergessen. Sprithahn. Dann muss ich die Aktion nochmal machen. Hat es wirklich am Sprit gelegen? Und nach Jahren hat es nun endlich wieder mit zwei eigenen Kälbchen von ihren Jersey-Kühen geklappt. Lina, komm! Bei vielen Kühen werden die Hörner gleich nach am dritten Lebenstag oder so weggebrannt. Wir können sie dran lassen, ist nun ein Statussymbol. Ne? Die können sich dadurch in der Herde behaupten. Und ich kann mit den Kindern rein, es ist absolut ungefährlich, wenn die genug Platz haben und zufrieden sind. Jetzt im November kommen die Kühe mit ihrem Nachwuchs nur noch über Mittag raus. Denn auf der Koppel wächst kaum noch Gras. Heu kriegen sie im Stall.
Sie sollen aber noch ein bisschen Bewegung und frische Luft haben. Komm, Lina, auf. Die anderen sind doch schon vorne. Komm. Jawohl. Hopp. Lina muss auch gucken. Ich finde es sehr entspannt und eine sehr befriedigende Arbeit. Wenn ich so eng am Tier arbeiten kann und dafür sorgen kann, dass es denen gut geht. Und die geben immer so viel zurück. Wenn es denen gut geht, bauen die eine richtig schöne Beziehung zu einem auf. Man sieht ja, man kann richtig mit ihr kuscheln. Die fordert es auch manchmal ein morgens. Sabine wohnt mit Mann und drei kleinen Kindern im Nachbarort. Gelernt hat sie mal was ganz anderes. Mediengestalterin. Ich war den ganzen Tag im Büro, den ganzen Tag am Computer und musste dafür sorgen, dass Sachen verkauft werden, wo ich eigentlich gar nicht dahinter stehe und mich kriegt keiner mehr ran. Nö, das ist viel schöner, es ist viel sinnvoller auch. Vielleicht hätten sie den Schutzzaun für die gepflanzten Obstbäumchen doch noch etwas höher machen sollen. Bevor es in den Stall zurückgeht, einmal rumtoben und auskacken, sagt Sabine. Gerald hat auch Stunden später noch nicht aufgegeben. Er hat jetzt alles durchprobiert. Und? Seine Mühe zahlt sich aus. Ursache war ein poröser Dieselschlauch. Die Fräse ist längst nicht das älteste Gerät auf dem Hof. Die ersten Monate bleiben hier alle Neugeborenen bei ihren Müttern. Oben auf der Koppel bei den Rindern ist jetzt Fütterungszeit. Vorsicht dran. Hey, und so. Mann, 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 Mann. Sie bekommen die Rückstände vom Ölpressen aus ihrer Mühle, den Presskuchen. Die Reste vom Schwarzkümmelöl und Hanföl sind besonders energiereich. Heiß begehrt bei den Mastrindern, der Ferse, einer Kuh, die noch nicht gekalbt hat, und den beiden halbstarken Jerseybullen. Wenn wir mit den Presskuchen-Futtersäcken ankommen, dann sind sie erstmal ein bisschen wild. Aber das sind jetzt keine Bullen, wo wir so Angst haben, dass die auf Mann gehen, einfach so grundlos. Zum Glück ist das so eine große Gruppe hier von Rindern. Damit messen die sich gegenseitig ganz gut. Also die sind friedlich, sind okay. Und was ist aus ihrem Hoffnungsträger vom vergangenen Jahr geworden? Dem kleinen Nachwuchsbullen Elmar? Der musste leider geschlachtet werden, der war wirklich aggressiv. Da hatten wir alle so ein bisschen Sorgen, dass er sonst jemanden angreifen wird. Weil der hat ohne Grund und ohne Ankündigung ist der einfach losgerannt auf die Menschen. Und manche können damit umgehen, aber der hat auch keine Angst, wenn man einen Stock in der Hand hatte, der ließ sich nicht ablenken. Nun macht William den Job. Ein schönes Tier, ne? Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter, wa? Und rollen mal ein Heuballen hoch. Oh ja, geht dann los. Diese Herde bleibt in der Regel den ganzen Winter über draußen. Das Interesse am Heu ist größer als am Presskuchen. Zum ersten Mal müssen sie in diesem Jahr auf Rundballen zurückgreifen. Im Sommer ist ihnen beim Heumachen ihre Presse kaputt gegangen. Gerald hat sie diesmal nicht mehr hingekriegt. Dann haben wir aus Verzweiflung einen Nachbarbetrieb gefragt, ob er uns Rundballen pressen kann. Und jetzt hängen wir halt hier mit den Dingern. Wir sind dafür gar nicht ausgelegt. Wir machen die Fütterung ja eigentlich mit der Schiebkarre und kleinen Ballen oder mit der Hand. Und jetzt haben wir diese Rundballen hier. Und weil wir kein Lager dafür haben, haben wir sie einfach provisorisch erstmal unter Folie gelagert. Wollen wir erstmal wieder zu.
Das ist alte Silofolie, die haben vom Nachbarbetrieb Geschenke gekriegt. Geht sozusagen in die Wiederverwertung oder Weiterverwertung. Oh, das gefällt mir gar nicht hier mit diesem komischen Plastikmüll. Da gefällt mir das mit unseren Beinen viel besser. Hey! Er will uns helfen. Nein, lass das mal. Das gibt's ja gar nicht. Das Heu stammt von ihren eigenen Wiesen. Zusätzlich haben sie auf ihren Äckern ein Kleegrasgemenge ausgesät. Eine Untersaat. Doch sie sind offenbar was anderes gewöhnt. Ihre Hausmarke riecht heute irgendwie fremd. Die Lagerung ist anders. Das heißt also, wenn wir die kleinen Ballen, die schwitzen noch mal anders aus. Und die kommen ja bei uns dann immer auf den Dachboden traditionell. Und irgendwie ist das eine andere Geschichte. Man kann genauso gut super Rundballen haben, aber in dem Fall ist es halt nicht. Und die Lagerung hier unter der Folie ist auch nicht so optimal. Ne? Wenn man eine Halle hätte, aber darauf sind wir gar nicht ausgelegt. War ja auch nur zur Not, haben wir mal probiert, merken, das sind wir nicht. Wir machen lieber unsere Kleidenballen. Immerhin, probieren tun sie schon mal. Mehr aber erst mal nicht. Hagebutten könnten jetzt soweit sein. Oh ja, hier, die ist soweit. Die ist weich. Da hast du auch eine, genau. Wenn man den Blick raus hat. Die auch. Sehr gesund, denke ich. Die sind ja den ganzen Winter. Deswegen haben wir die hier auch angepflanzt, überall an den Hecken. Dass wir den ganzen Winter, wenn wir hier draußen sind, am Arbeiten, dass wir immer diese Vitamine zum Essen haben. Sehr gute Vitamin-C-Bombe. Ja, ne? Mehr geht gar nicht. Überall auf ihrem Land haben sie Hecken gepflanzt und legen immer noch neue an, wenn sie irgendwelche kleinen Sträucher übrig haben. Erstens habe ich da unheimlich viel Freude dran. Und dann denke ich, ist es auch total schön für die Wildtiere, dass sie Schutz haben, aber auch für unsere Tiere, wenn die Hecken dann größer werden. Einige Hecken in der Peripherie sind ja schon größer geworden. Die spenden im Sommer Schatten und schützen hier an der windigen Küste vor Bodenerosion. Und dann hat Jörg eine Idee, was aus dem alten Wohnwagen werden kann, den ein Freund hier zurückgelassen hat. Wir haben im Moment so viele Schweine, die haben sich so gut vermehrt, die Sauen, dass wir zwar genug Weideland haben, aber keine Hütte. So, Matratze drin, wir können. Die Ferkel, die immer ausbrechen, sind schon wieder unterwegs. Um sie geht es jetzt. Bevor der Wohnwagen zur Hütte wird, müssen sie die Ferkel erstmal überlisten. Es sind ganz bestimmte Ferkel. 11 Stück, alle von einer Sau. Hier. Na, komm mal her. Ja, guck mal. So, siehst du, jawoll. Sie schreien, als ginge es um ihr Leben. Doch sobald sie wieder festen Boden unter den Füßen haben, sieht ihre Welt schon wieder rosig aus. Warum die Ferkel nicht einfach runtertreiben? Die sind so wild, die können wir kaum treiben. Die wollen, die sind sehr individuell geworden. Sonst haben wir ja Würfel, die sind sehr gängig, aber bei denen
Das sind Freiläufer. Die halten sich hier an keine Abmachungen und Richtlinien. Also ich zähle 11. Alle da. Und die Mutter wird mit Futter bei Laune gehalten. Und jetzt wollen wir neue Wiesen ergründen, sozusagen. Also wir haben ja da noch genug Platz und werden jetzt anfangen, größere Schweineweiden noch abzustecken, dass sie wieder auf frischem Grün sind. Reise, Reise, 100 Meter weit. Damit die Ferkel nicht wieder eigenständig die Welt erkunden, werden sie jetzt ausbruchsicher verwahrt. Gut, stopp! Ein glückliches Schweinchen. Jawohl. Ups. Wenn das neue Stück Weide eingezäunt ist, geht's zurück. Oh, noch ein dicker Bursche. Komm her, hier. Jawohl. Ups. Später auf der Wiese dann wird der Wohnwagen ihre Hütte sein. In der kalten Jahreszeit, ganz traditionell, ist hier Schlachtzeit. Das ist jetzt reine Schafswurst von unseren Altschafen. Genau, da hatten wir 8 Stück in die Schlachterei gebracht und nach Galin. Und jetzt ist das das Ergebnis und das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Mmh. Das habt ihr aber ein bisschen gut gemacht, du. Ja? Ja. Mann. Da haben wir hier 2 verschiedene Wurstarten drin. Die alle noch geräuchert werden müssen. Aber erstmal müssen wir sie zum Trocknen aufhängen. Das ist eine Schafsmettwurst und das ist die Schafskarpatensalami. Was haben wir da drunter? Da haben wir Bratwürstchen vom Schaf, Schafsbratwürstchen. Reines Schaf, ohne Schweinefett. Weil nicht alle Würste zum Trocknen in der Scheune Platz haben, bringt Jörg einige in seine Küche. Hier hängen seit 2 Tagen schon ein paar Würste und haben jetzt lange genug getrocknet. Guck mal, jetzt kann man auch gut erkennen, warum Bauernstühle hier so gearbeitet sind, damit man mit die Stöcker nicht runterfallen. Die wird er gleich zum Räuchern auf seinen Dachboden bringen. Ich mag schon einige Sachen am Herbst besonders gerne. Auch dieses sozusagen so ein Stück weit wie so ein Eichhörnchen, wenn man sie so beobachtet, wie sie anfangen, ihre Wintervorräte anzulegen. Das macht schon total Spaß. Und dann im Winter die Früchte des ganzen Sommers und des Herbstes zu haben und genießen zu können, finde ich auch großartig. Das ist so für mein Selbstversorgerherz, was in mir schlägt, eine großartige Geschichte. Dem gelernten Automechaniker gefällt am Bauersein, dass es so vielfältige Aufgaben gibt, die er auch mit anderen teilen kann. Ganz oben in dem alten mecklenburgischen Zweiständerhaus ist die Räucherkammer. Sie ist noch original von 1860, als das Haus gebaut wurde. Das sind hier 2 Rinderschinken
Und die habe ich gestern in die Räucherkammer gehängt. Ja, und wenn wir ganz fleißig sind, dann ist die Räucherkammer dann zu Weihnachten knackevoll. Ich möchte gerne so eine ganz langsame, exakt geräucherte Wurst, die, wo das Räuchern nicht so durchschmeckt. Also es ist mir eine Art Lufttrocknung, die durch den Rauch sozusagen eine gewisse Würze bekommt. Unsere Wälder sind ist der Hauptbestand Esche und Ahorn. Und wenn wir dann Brennholz sägen, dann fällt ganz viel Eschenspäne und Ahornspäne an. Und damit räuchere ich. Zwischen 4 Wochen und 4 Monaten bleiben die Würste und Schinken hier hängen. Schwedische Blumenhühner, Marans, Grünleger, deutsche Sperber und noch viele andere gehören zu ihren selbstgezogenen alten Hühnerrassen. Der stattlichste von allen, der Brahma-Hahn. Er kann bis zu 70 cm groß werden. Wir haben heute keine. Vielleicht sind ja bei den Hybridhennen noch ein paar Eier zu holen. Jetzt, Mitte November. Von ihren Hybridhennen haben sie immer noch mehr, als sie eigentlich wollten. Es sind halt die, die die Eier bringen und wir brauchen sie momentan noch. Und ja, mal schauen, die lassen wir jetzt ein bisschen auslaufen. Doch auch hier Eierflaute. Und dann entdeckt Sabine ein krankes Huhn. Was hast du? Also zu sehen ist jetzt von außen nichts, auch keine Verletzung oder so, nichts geschwollen, nichts warm. Von daher kann es höchstens hier oben vom Gelenk herkommen. Ja, da scheint sie was gehabt zu haben. Und was? Schwer zu sagen, eine Zerrung oder so. Nichts gebrochen? Fühlt sich nicht so an. Hört das wieder? Ich denke ja. Also die können ziemlich krasse Verletzungen auch aushalten. Solange sich da nichts entzündet und die dann Fieber kriegen, dadurch ist alles gut meistens. Wir beobachten es. Sie kommt ja zum Fressen, wirkt so ziemlich fit. Da ist jetzt kein akuter Handlungsbedarf. Sie werden die nächsten Tage genau hinschauen, wie es dem Huhn geht. 4, 5 Tage. Dann sollte es wieder fit sein. Und auf diesem Stück Wiese halten sie schon die 2. und 3. Generation selbstgezogener alter Hühnerrassen. Ja, einmal ist jetzt Herbst. Weniger Licht, deswegen weniger Eier, das ist natürlicher Rhythmus von den Hühnern. Und die sind gerade in der Mauser. Die sind jetzt mit Federkleidwechsel beschäftigt und dann legen sie automatisch viel weniger. Nach der Winterpause Mitte Februar werden sie wieder mehr Eier legen. Ein Ei kostet derzeit 70 Cent in ihrem Laden. Das sind von den Grünlegern, das ist rassebedingt. Ich warte ja immer noch auf die schokobraunen Eier, aber die sind noch nicht so weit. Das ist von den Grünlegern. Das könnte von dem Blumenhuhn sein und das ist von den Hybriden. Und Gerald kümmert sich neben dem Maschinenpark auch ums Mehl. Dinkel, Weizen, Roggen und heute Buchweizen. Insgesamt 200 Würste haben sie aus den 8 Altschafen gemacht.
Jörg heizt jetzt ordentlich ein fürs Mittagessen und damit die Würste weiter trocknen. Auch der Schafbock mit dem Dickkopf und der Beule musste dran glauben. Einmal im Jahr sozusagen nehmen wir einige Tiere raus aus der Herde, ja, so dass die Herde eine gewisse stabile Größe bleibt, aber nicht zu groß wird. Auch alle einjährigen Ziegenböcke schlachten sie. Die weiblichen Tiere bleiben für die Zucht. So ist das leider, sonst wären es zu viele Böcke, die können wir nicht verwenden. Auch Stinker, der übrigens alle seine Ziegendamen erfolgreich gedeckt hat, ist zu Wurst geworden. Sonst würde er im nächsten Jahr seine eigenen Töchter bespringen und das geht nicht. Da haben wir versucht, ihn zu verkaufen, haben ihn annonciert, aber es gab kein Interesse an einem so guten Zuchtziegenbock. Und dann haben wir uns für die Schlachtung entschieden und werden dann einen neuen Zuchtbock kaufen. Die Schafsalami hat ihren Preis. 100 Gramm kosten 5,50 Euro im Hofladen. Heute Mittag gibt es bunt gemischte Kartoffelsorten, natürlich aus eigenem Anbau. Darunter auch die roten. Oder hast du noch Kartoffeln? Auch Jörgs Freundin ist heute zu Besuch. Sie ist aus Leipzig angereist. Für die Mitarbeiter gibt es heute Mittag Ziegenbratwurst. Dazu Wirsingkohl aus dem Garten. Das duftet ja. Wie hat Jörg seine Freundin Ulrike Igel eigentlich kennengelernt? Sie, die Vertretungsprofessorin für soziale Arbeit in Erfurt. Sie war Wuferin. Ja, ich war hier zum Wufen. Genau, und bin dann hängen geblieben. So ein bisschen. Na, nicht ganz. Ich bin ja auch immer mal wieder weg, aber. Ja. Also, ich wollte das schon länger mal machen. Ich habe das dann ein bisschen vergessen und dann meine Kinder haben mich in den letzten 3 Jahren immer genervt, dass ich einen Bauernhof kaufen soll. Und dann dachte ich, okay, jetzt zeige ich euch mal, wie das wirklich ist und dann werdet ihr euch das aus dem Kopf schlagen. Hat super funktioniert. Ja, jetzt sind wir halt ganz viel hier. Ja. Die Hofmannschaft ist weiter geschrumpft. Jörg findet die Zusammensetzung jetzt aber genau richtig. Nun würden sie sich als eine Gemeinschaft verstehen. Denn die Kernmannschaft ist ja nach wie vor da. Insgesamt sind 12 Leute nicht mehr auf dem Betrieb. Und das funktioniert tatsächlich? Das ist besser denn je. Also wir sind da schon in so einem dynamischen Fluss. Aber das ist ja auch im Leben so, dass man probiert aus, was gefällt einem. Ich bin der Meinung, wenn es schön ist, bleibt man da. Das Geld steht nicht an erster Stelle. Um die 11 Euro Stundenlohn. Und sie haben ja noch einen Joker. Wir haben ja so viele Hoffreunde, die auch immer gerne zu Besuch kommen. Und jeder, der kommt, ist ja auch bereit, dann mitzuhelfen, wie das so auf Höfen ja auch üblich ist. Auch die nächsten Hufer haben sich schon angemeldet. Und das Sauerkraut? Vielleicht schmeckt es ja schon. Gut, das reicht. So. Hast du eine Gabel? Ja, ich mache jetzt mal mit den Fingern. Ganz schön grün. Mhm. Schmeckst du das Salz? Wie ist das Salz? Ja. Zu weich, zu überwürzt, das muss man durchziehen, richtig? Ja. Und richtig. Muss man fermentieren. Fermentieren, ja. Geht in eine gute Richtung. Voll. Inzwischen ist es richtig frostig geworden. Es ist Dezember. Zum Hof gehören auch 6 Hektar Wald. Sogenannter Bauernwald mit Nadel- und Laubbäumen. Wenn es geht, verzichten sie auf die Kettensäge. Ja, tut gut. Lärmfrei und körperlich super. Das Grüne ist für Weihnachten und
Die Stange ist zum Bauen. Im Winter sind sie mindestens einen Tag in der Woche im Wald, um ihn zu bewirtschaften. Schlagen Bauholz, zum Beispiel für Zäune, holen Brennholz oder lichten Bäume aus, wenn die zu dicht stehen. Lukas will, so sagt er, irgendwann vielleicht selbst einen Hof übernehmen. Aber jetzt ist erstmal Weihnachten angesagt. Für alle auf dem Hof. 1, 2, 3, 4. 4,20 Meter. Ja, und dann haben wir immer noch genug Spitze. Hier, das wäre hier. Ach, das ist doch schon ein schönes Bäumchen hier. Den würde ich mir auch ins Wohnzimmer stellen. Oder? Wollen wir den bei den Ziegen reintun? Den können wir ja so schön in das... Das darfst du entscheiden. Für die Kühe habt ihr noch... Ja, jede genügend. Menge. Ein Bündel. Ja, genau. Magst du deins mal herbringen? Wir wollen jetzt ein bisschen Weihnachtsschmuck im Kuhstall hängen. Die Kühe sind jetzt viel drin, haben Langeweile. Und da haben sie ein bisschen was zu tun, haben Spaß. Und für mich ist es auch eine Art, jetzt so vor Weihnachten Danke zu sagen, dass die Kühe so schön mit uns zusammengearbeitet haben, dass wir die Milch haben konnten. Ja. Tannen und Fichtenzweige. Keine Eibe, denn die ist giftig. Na, Elli? Das ist gut, ne? Eine willkommene Abwechslung. Denn im Winter gibt es nicht viel frisches Grün. Und die ätherischen Öle darin sind auch noch gut für ihre Verdauung. Sabine kümmert sich neben den Tieren auch schon um den Garten. Im Januar. Denn da geht's hier schon los. In ihrem Gewächshaus. Draußen -6 Grad, drinnen auch noch eisig. Der Trick, ein Haus im Haus. Hier sind schon Radieschen drin, die ersten kommen. Da muss ich einmal gießen. Ist so ein bisschen komisch, draußen liegt so ein bisschen Schnee, ist Frost. Und ich fange hier an, mit Vollgas das Frühling vorzubereiten. Mitte März will sie schon ernten. Viel habe ich mir von meiner Oma abgeguckt. Die hat immer gegärtnert, also ich bin praktisch im Garten groß geworden. Und einfach ausprobieren und machen. Das Prinzip, ein sogenanntes Warmbeet. Unten packt sie Ziegenmist rein, der produziert beim Verrotten Wärme. Obendrauf Komposterde. So haben die Pflanzen immer warme Füße. Unterschiedliche Gemüsekulturen wie Porree oder Salat sät sie jeweils in Schälchen aus. Die kriegen von unten gleichmäßig Wärme. Hier drin sind es tatsächlich um die Null. Und hier dürften es schon so 5 bis 8 Grad sein. Das ist ein kleines Gewächshaus im Gewächshaus. Wenn es jetzt zu warm ist da drin und wir pflanzen die raus später und es wird doch noch mal kalt, kriegen die einen Schock und gehen ein. Wenn das jetzt so ein bisschen kalt ist, das passt, dann schaffen die das. Das Luftloch ist hier. Musst du langsam so ab. Und jetzt wollen alle auch endlich das Sauerkraut essen. Das müsste doch fertig sein. Ziemlich grün noch. Aber es kann man auf jeden Fall essen. Eigentlich will man immer eine ziemlich weißliche Farbe. Aber wenn es zu grün ist, geht es eigentlich auch. Probieren wir das mal. Wie lange war es jetzt drin? 6 Wochen. Das ist in Ordnung. Mhm. Super. Herrlich. So. Mit ihren eigenen Produkten vom Hof wollen sie sich so gut es geht selbst versorgen. Heute gibt es Sauerkraut, Kartoffeln und Leinöl aus ihrer Ölmühle.
bisschen zu wenig Kraut für das Salz, aber ansonsten perfekt. Mit Kartoffeln super. Jawohl. Das ist gut. So ist es. Da jetzt. Kalt, aber gut. Ja. Ja. Jetzt so gierig. Hallo, jeder kriegt was. Du auch. Auch die Schüchternen. Ja, ihr Süßen. Hey. Oh, Alter. Ja. Hört auf. Nicht so gierig. Hallo, stopp. Da meint was gut mit euch. Und auch draußen geht's für die Bauerncrew schon wieder richtig los. Und gleich mit neuen Herausforderungen. Ach, da war nur die Batterie leer. Den hatten wir so ein bisschen vergessen hier beim Zaunbauen. 2 Wochen. Wann hattet ihr gebaut das letzte Mal? Vor Weihnachten? Ja. Was? Vor 1,5 Wochen. 1,5 Wochen. Ja, sowas. Und da hat sich die Batterie irgendwie entladen, weil es zu kalt war. Der qualmt ja wie verrückt. Nee, überhaupt nicht. Der ist nur kalt. Das ist nur Kondensat. Das ist kein Diesel. Der läuft einwandfrei. Jetzt geht's ab zu den Schweinen. Denn die sollen endlich ihre neue große Weide bekommen. Auf der alten Schweineweide wächst kein Halm mehr. Mit dem Rüssel im Boden nach Würmern wühlen, das ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Wir müssen ja eine doppelte Einzäunung bauen und deswegen gehen wir von dem Hauptzaun ungefähr 1 Meter weg. Stimmt, ja. Rein aus Sicherheitsgründen. Ich finde das gut, wenn ein Schaf dahinter laufen kann, um das Gras da drin hinter wegzuhalten. Ja. Dann sparen wir eigentlich Arbeit, ne? Also aber Minimum 1,5 Meter. Also ich würde sagen, hier so. Was ist das? 1 Meter? Das ist 1 Meter, ja. Wichtig ist, dass wir hier parallel sind und das messen wir jetzt mal aus. Also wir gehen jetzt, was denkst du, wie groß, wie breit wollen wir die Koppel jetzt machen? Wollen wir da bis zu der Ecke gehen, wo es da einknickt? Ja. Genau, müssen wir mal gucken, wie wir das denn nochmal unterteilen. Dass wir doch nochmal für die Sau, wenn die ferkelt oder sowas, nochmal eine extra Koppel haben. Ja, auf jeden Fall. Aber so groß soll sie ruhig sein, denke ich auch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gut. Halt Abstand. Perfekt. Und jetzt gehen wir hier auch alle 10 Meter hoch. 2, 3, 4. Guck mal, wie wir abgekommen sind. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Willst du mal unten zum Pfahl gehen, mir den einmal zeigen, dass ich ihn sehen kann? Und dann gehst du mit den vielen dementsprechend in die Reihe rüber? In die Flucht, ja. Ja, in die Flucht, genau. Jetzt geht's nach einer altbewährten Methode weiter. Hier! Bisschen noch da? Noch ein kleines Stück? Jo!
Ich messe hier nochmal, ob ich hier was falsch gemacht habe. Sonst ist das so. Es kommt darauf an, wie gut sein Auge ist. Perfekt! Echt? Ja! Und fürs Grobe setzen sie ihre alten Maschinen ein. Die tun's immer noch. Auch wenn der McCormick Traktor D320 noch aus den 60ern stammt. Doch dann bleibt der Erdbohrer stecken. Hier ist der Boden doch so ein bisschen sehr lehmig und da hat er sich reingeschraubt und ich habe nicht gut aufgepasst, ich hätte ihn zwischendurch noch mal anheben müssen. Jetzt wollen sie es mit doppelter Kraft versuchen. Der alte John Gear Trecker 1030 von 1976 soll helfen. Auf die alten Vehikel ist immer noch Verlass. Lass mal einen Pfahl, der steht auch so. Alte Pfähle von der Nachbarkoppel. Das Holz dafür hatten sie vor 10 Jahren aus ihrem Wald geholt. Für ihre Schweinebande ist ihnen kein Aufwand zu groß. Aber da sieht man mal, wie so ein Schwein doch zum Menschen Bezug hat und wie die das mögen, wenn wir zu denen freundlich sind. Ne? Und das entschleunigt einen, also wenn man irgendwie gestresst ist oder sowas. Also die Leute fragen mich immer, was ist Glück im Leben? Und für mich ist es glücklich zu sein, zwischen Schweinen zu stehen, zwischen einer Kuh zu stehen und da lernt man das Leben richtig kennen. Was bedeutet es, was brauche ich, was will ich? Und Glück ist der Anfang vom guten Leben.